Was sind erste Maßnahmen, wenn du glaubst, dass deine Siebträgermaschine nicht mehr gut funktioniert? Ich bin der Jürgen, ich bin dein Röster und ich erzähle dir alles über Kaffee. Mich erreichen täglich Hilferufe zum Thema Siebträgermaschine, wo dann berichtet wird von verschiedenen Fehlerbildern. Das heißt also, wenn der Druck nicht passt, wenn die Temperatur nicht passt, was sind eigentlich so die ersten Möglichkeiten, um jetzt mal grundsätzliche technische Fehler eben auszuschließen? Ich fange eigentlich in der Regel immer damit an, mal zu prüfen, ist die Maschine denn tatsächlich vernünftig sauber? Das klingt komisch, aber es ist ganz häufig ein Fehlerbild, dass wenn beispielsweise hier die Dusche entsprechend so stark verschmutzt ist von innen, man sieht das nicht zwingend von außen, dass die zugeklebt ist mit Kaffeeöl. Dann kann es halt einfach sein, dass wir eine ungleichmäßige Wasseraufgabe haben auf den Siebträger und dann eben die Extraktion nicht so 100% klappt. Deswegen habe ich jetzt hier unten mal im Video mal gezeigt, wie man das denn da aufschraubt und wie man dann, sage ich mal, diese Dusche, so nennt sich das Ganze, die Dusche entfernt. Und dann sollte man, nachdem man das eben abgeschraubt hat, bei der Cassiopeia muss man eben aufpassen ein Stück weit. Da sieht man eben auch, sag ich mal, dass es da so einen kleinen Stößel gibt und eine Feder gibt, die dann so eine gewisse Vorspannung mehr oder weniger erzeugt, bevor dann der gesamte Wasserfluss durch den Siebträger eben geht. Und die müssen auch verbaut sein, sonst kann es eben auch dazu führen, dass sich das entsprechend verklemmt und beispielsweise gar kein Wasser durch den Siebträger kommt. Auch da hatte ich jetzt letztens so einen Fall, dass dann einfach die Feder letztendlich fehlte, entweder bei der letzten Reinigung vergessen wieder reinzupacken oder vielleicht sogar ab Werk gar nicht erst drin gewesen, das weiß ich eben gar nicht. Auf jeden Fall muss man eben prüfen, ob diese Bauteile vernünftig sauber eingebaut sind und ob diese Dusche dann tatsächlich schön sauber ist. Ich mache das üblicherweise so, dass ich das dann also in heißes Wasser packe und also entweder so ein Pulver nutze, so ein Kaffeeölentferner, der ist speziell dafür gedacht. Oder eben das Ganze nochmal gepresst als Tablette. Ich persönlich mag halt die Tabletten einfach ganz gerne, weil die sich einfach sauber dosieren lassen. Ich nehme die halt immer eine Tablette in das Wasser packen und da lege ich dann auch entsprechend diese Dusche ein über Nacht, so dass das ganze Kaffeeöl dann entsprechend sich auflöst und man das dann am nächsten Tag sauber wieder einpacken kann oder einbauen kann. Das gleiche gilt eben auch für die Siebträger. Ich nutze die dann eben auch, mache das Sieb letztendlich dann raus und lege dann auch diese Siebe über Nacht da ein und eben auch den Siebträger an sich, der kommt auch entsprechend in diesen Kaffeeölentferner über Nacht. Das mache ich so einmal die Woche, werden die bei uns eingelegt entsprechend. Und zwar ist es so, dass man die dann also möglichst nur bis zum Chrom in diesen Kaffeeölentferner reinlegt und nicht, sagen wir mal, an dem Kunststoff oder an dem Holzgriff, je nachdem, was ihr da habt, damit eintaucht, weil das dann hier auslaugt. Also das Kunststoff leidet letztendlich und das wird dann hier so weiß und das sieht dann nicht mehr so schön aus. Deswegen also möglichst nur den Metallbereich hier einlegen in den Kaffeeölentferner über Nacht und dann kann da eigentlich gar nichts passieren und der hat halt immer letztendlich einen schönen sauberen Siebträger und auch eine schön saubere Dusche, dass da auf jeden Fall schon mal sichergestellt ist, dass das alles passt. Ein zweiter Tipp ist hier auch bei der Thermoblock-Maschine oder bei anderen Maschinen, wenn ihr ein Thermometer habt, kauft euch einfach mal, die kosten nicht viel, so ein elektrisches Thermometer. Da kann ich also relativ einfach und schnell die Temperatur messen von dem Wasser, was hier aus der Dusche kommt oder eben auch, was jetzt eben aus dem Wasserbezug kommt beispielsweise, um einfach mal zu überprüfen, stimmt denn überhaupt die angegebene Temperatur? Ich hatte letztens wieder einen Fall, hat mich jemand angeschrieben mit einem Kaffeevollautomat und der hat dann tatsächlich nur 59 Grad gemessen, was viel zu kalt ist für die Extraktion und der Kaffee auf jeden Fall sauer wird. Und wenn ihr so ein Fehlerbild habt, dann müsst ihr damit zum Händler. Also entweder ist dann tatsächlich die Heizung defekt, das Ding ist eventuell total verkalkt oder was auch immer, bringt das dann auf jeden Fall in die Werkstatt und lasst das dann kontrollieren. Aber zu Hause könnt ihr zumindest erstmal diesen Fehler ausschließen, indem ihr einfach mal die Temperatur prüft.